Ja, Leute, mach mal eine neue Folge hier. Ich würde eigentlich schon weiterlaufen, aber hab da mit dem Palas Was geschwafelt wegen dem brauchst du? Frostkristall. Zunächst, und das ist Und. das Wichtigste, das kalte Herz einer Moorleiche. Dann brauche ich noch einen Saphir. Keinen großen. Ein kleiner Saphir reicht vollkommen. Und, ich hab mich echt gefragt, yo, ich würde eigentlich gerne noch Frostmaquita dazu lernen. Es ist eigentlich nicht schlecht, ne? Vor allem gegen Ghoule, glaube ich, wäre das nicht schlecht, so um beim Frostkristall zu mir ein bisschen slowen. Und hab dann gedacht, jo, gut, ich waffel mal mit dem Jungen. Und dann sagt der Junge, ja, ich richte dich. Also entweder du gibst mir 1000 Gold oder du machst die Quest halt für mich. Und jetzt muss ich entweder 1000 Gold zahlen oder ihm das kalte Herz einer Moorleiche bringen. Ich muss ehrlich sagen, ich glaube, ich weiß, wo das gibt. Das was, na gut, wo soll es sonst geben als im Moor? Bei dem Banditen. Ich glaube zwar, aber wir schaffen das noch nicht. Also, weiß ich nicht. Ich glaube nicht, dass wir das schaffen. Aber das würde mich wundern, wenn wir das schaffen würden. Leider Gottes. Na, da hat wahrscheinlich auch keine Malertränke mehr. Na gut, wir gehen jetzt erstmal in die Stadt. Jetzt ernsthaft in die Stadt. Und geben die Quests ab. Dann gehen wir noch zum Alchemisten. Lassen uns ein bisschen unterweisen, so gut wie es geht. Also kleine Tränke können wir schon herstellen. Große Tränke wären eigentlich auch nicht schlecht. Große Tränke wären echt so eine Sache, die wären auch nicht verkehrt, wenn wir große Tränke herstellen könnten. Haben wir hier irgendwas, uns in den Weg kommen könnte? Nein, bis jetzt nicht. Bis jetzt nicht. Und hier unten so? Gut, Geier, aber die kann ich eigentlich so easy nutzen. Seegeier können wir eigentlich kurz so machen. Auch wenn sie. Also, gehst du nach Hause hier? Schleicht er sich von hinten an? Deine Lauch. Was sind das dort hinten? Hast du das auch gesehen? Ich brauche keine Mana mehr. Schade. Wieder mal kein Mana mehr. Langsam auch kein Fleisch mehr. Haben wir denn hier einen Keiler? Den können wir eigentlich noch kurz. Machen wir noch kurz hier. Würde man meinen, dass wir den kurz machen. Und nicht der uns fast macht. Warte mal. Zum Teil echt. Das ist so strange. Da hat's Gegner. Die sind super easy, zum Beispiel die die Geier, die Seegeier-Dingens, Bums, die geben gleich viel Erfahrung halt, wie zum Beispiel so ein Keiler. Und der Keiler ist einfach tausendmal schwerer, weil er einfach ein stranges Angriffsmuster hat. Wenn man es gesehen hat. Die Dinger sind halt auch super strange, weil die einfach super schnell zurückweichen. Was bist du, ein schwarzer Wolf? Ja, dann umgeben wir dich mal kurz. Hoffen wir können das machen. Hoffen wir können den umgehen. Haben wir noch viel mehr Seegeier. Einer, zwei, nice. Da gibt es auch noch einiges an Erfahrungen zum mitzunehmen hier. Wow. Haben wir die zwei Seegeier noch schnell? Ich glaube ja. Das ist das Problem, was ich mit den scheiß Seegeiern habe. Und zwar. Stirb doch einfach, bitte.
Ja, das ist super behindert. Die haben aber 1000 Sachen ausweichen. So. Mal gucken, was die hier haben. Ein Sieger auf der Truhe auf jeden Fall. Münzen, Bolzen und ein Heding. Okay. Sieger, ja. Die Leiche. Einen Ring. Okay. Well, nothing to do here. Hafenstadt. Nein, bitte nicht. Nicht schon wieder. Oh, Junge. Wir hängen fest. Hallo, das wollte ich nicht. Bin nicht ausgetappt. Getappt. Aber sind wir da drin? Rekrut. Magnus. Stillgestanden. Servus. Gibt's? Ich sehe, du hast dich in unseren Dienst gestellt. Wer hätte das gedacht? Damit stehst du im Dienst der Wahrheit und Gerechtigkeit. Alter, halt mal die Klappe. Nun, du hast bestimmt einen Haufen Aufträge zu erledigen. Also werde ich dich nicht länger aufhalten. Danke. Geh und kämpfe für unsere Sache. Ich will in die Stadt. Niemand kommt in die Stadt. Befehl vom Inquisitor Mendoza. Ich bin im direkten Auftrag von Mendoza unterwegs. Lass mich in die Stadt. Dann bist du wohl der Kerl, der uns diesen Frieden ausgehandelt hat. Hm. Ja. Gut, dann darf ich dich reinlassen. Sag mir einfach Bescheid, wenn ich... Alter, ich will in die Stadt, das habe ich dir vor 2 Sekunden gesagt. Lass mich in die Stadt. Alter, nerviger Boy, echt. Lass mich in die Stadt, niemand darf in die Stadt. Befehl von Mendoza, ich bin im Befehl von Mendoza dran. Sag mir, wenn du die Stadt willst. Ja, danke schön. Schmiedeknecht, Wache. Ja gut, also wir geben kurz mal die Quests ab. Und da gehen wir noch kurz. Tilda, wegen deiner Söhne, ich habe mit William gesprochen. William, der gute Junge. Wie geht es ihm? Er ist in der Vulkanfestung und trainiert. Keine Sorge, er kann auf sich aufpassen. Und deinen jüngsten Marvin gesehen. Wirklich? Ja, er hockt in einer verlassenen Jagdhütte nördlich der Stadt. Oh, das ist beruhigend. Ja, das ist super beruhigend. Diese gute Nachricht. Hoffentlich passt er auf die wilden Tiere auf. Der Wald ist sehr gefährlich. Sehr beruhigend, ne? Was ist denn da mit dem Mann? Ingvar? Ach, der sitzt den ganzen Tag in der Kneipe und versäuft unser letztes Hab und Gut. Na gut. Dann würde ich sagen, lass mal Quest abgeben. Kurz schlafen, Quest abgeben und dann weiter geht's. Bisschen die Frage, was habe ich denn... Wir geben kurz die Quest ab und dann gucken wir mal weiter, was wir für andere Quests wir noch haben. Ne? Vielleicht sonst wirklich noch ein bisschen grinden. Als solches ist es keine schlechte Idee, ein bisschen zu grinden. Grind. Ja, das machen wir auch noch kurz. Mal wieder was zu essen haben. Na gut, ist ja gut. Ist ja fertig, oder? Hallo. Jung. Hast du fertig gebraten? Nee? Okay. Lecker. Lecker. Und auch die Hähnchenkeulen. Das ist, finde ich, immer so eine Sache. Klar, es ist nett, die Animation zu sehen und so weiter, aus wenn es jetzt gleich verbrennt. Sieht richtig lecker aus. Aber. Oh lol, jetzt wäre ich fast aus der Welt gefallen. Das wäre unschön gewesen. So, ein bisschen Mittag schlafen. Dann haben wir da ausgeschlafen und gut dabei. So, dann gehen wir ja hier drunter. Geben der jungen Dame die Perlenkette. Ich habe hier eine hübsche Perlenkette. Na gut, ich gebe dir dafür den Ring. Dankeschön. Aber glaube ja nicht, dass du mir oder Sid damit etwas anhängen kannst. Wir werden alles abstreiten. Ich streite dich bald ab, Junge. Ich gebe mir richtig auf den Senkel. So, liebe Nelson, ich habe deinen Ring. Hier, ich habe deinen Ring. Es ist gut zu wissen, dass es noch ehrliche Menschen in der Stadt gibt. Na, siehst du mal. Weißt du was? Behalte den Ring. Ist das dein Ernst? Ja, was soll ich denn damit? Ich bin auch eh den ganzen Tag im Haus. Okay. Bist du sicher? Ja, natürlich. Jetzt steck ihn ein. Wie du willst. Na gut. Was ist denn für ein Ring? Na gut, Akrobatik +1.
Ist auch nicht das Gelbe von Ei. Salty, da habt ihr eine Wache. Gehen wir noch kurz hier zu dem Belschwur. Gibt es einen schnellen Weg, diesen Ort, zu erreichen? Dieser Stein hier ist ja in alten Schriften zu urteilen ein Teleportstein. Hier, nimm ihn. Du kannst ihn sicherlich gebrauchen. Ja, das habe ich nur fast gedacht. Nehmen wir etwas auf die Magie. Es ist die mächtige Zauber zu wirken, viele man auch Spruch, die jeder benutzen kann. Jedoch können Spruchrollen entfalten, bla bla. Das kennen wir ja alles schon. Na gut. Dann halt. Mich für dich Fälle? Ich kümmere mich um Bugs und die Fälle. Gut. Dann besorge 5 Keiler und 5 Wolfsfälle und bring sie Baxter. Sobald du das Fleisch hast, bring es zu Meister Belschwur, damit er es verteilen kann. Was denn für Fleisch? Fälle für Fleisch. 5 Keiler und 5 Wolfsfälle. Was habe ich denn? Ich habe mal noch 3 Keilerfälle, ne? Sehe ich das richtig? Habe ich Lernpunkte? Ne, habe ich keine. Na gut, aber fast. Bin fast Level Up. Quasi Level Up schon. Hast du was Cooles zu verkaufen? Wolfsfell, na gut. Coles Jagdbogen. Machete, Dietrich. Lichtzauber. Irgendwie nicht wirklich was Nices. Nichts wirklich Schönes dabei. Frag jemand anderen. Der Fuller, da will ich auch nicht mehr mit mir reden. Lass dich nicht umbringen. Na gut. Dann war's das für diesen Moment mit der Stadt. Dann gehen wir mal raus. Raus in die große weite Welt. Komm, lass mich durch. Lass mich durch. Ich bin im Auftrag des Inquisitors unterwegs. Sicher. Ja, das muss da oben aber tun, ne? Das ist natürlich schon. Wir müssen wissen, dass hier der Baba unterwegs ist. Jetzt liegt noch ein Wolf. Ah, jetzt Keilerfell. Keiler. Ja. 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 Nice. Aber ich keine Fälle von denen bekomme. Vielleicht müsste ich das doch noch kurz. Hallo. Wir sind ja instant down. Vielleicht müsste ich das lernen. Fälle aufnehmen. Eine Möglichkeit. Wenn ich die eine, die auf mich warten wollte. Vielleicht. Ich muss mal. Nee. Links. Rechts. Links. Abgebrochen. Links. Rechts. Rechts. Links. Nice. Boah, der große Mana-Trank, das sieht super verlockend aus hier. Nice. Stachelratte nehmen wir auch noch aus. Und dann gehen wir hier runter. Na gut. Ich glaube, ich muss wirklich Fälle abnehmen lernen. Hast du halt schon gut Gold damit? Oder ich lerne Heiltränke herstellen. Einfach Tränke herstellen, sowas ohne Heiltränke, einfach Tränke herstellen. Wo sind wir denn hier gelandet? Treffe ich? Nope. Okay. Ja, ein bisschen näher. Treffen wir nämlich auch. So. Oh Gott, ich meine. Einer weniger. Und echt unschön, die Viecher. Genau deshalb sind die echt unschön. Die geben halt einen durch, das ist nicht mal schön. So, wollen wir den Trank der Regeneration kurz nehmen. Und dann nehmen wir einen Zauber. Alter, really. Hier einen Zauber. Da ein Zauber. Dort ein Zauber. Und zack, zack. Die sind auch tot. Haben wir ein bisschen Mana, Erfahrung gesammelt. Auch ganz schön. Kann ich hier rüber schwimmen oder tötet mich das?
Ja, unschön, wenn ich hier nicht rüberkomme. Die Muschel, die nehmen wir mit. Komme ich hier rüber? Ja, ich komme rüber. Okay. Eine Muschel, Pülzchen, Nautilus. Kann ich den Nautilus killen? Ja. Den Nautilus kann man killen. Ja. Hä? Ja. Gut zu wissen. Hä? Ja. Die Stachelwappen sind halt super easy jetzt schon. Oh Gott, da kommt einfach so eine scheiß Stachelratte. Alter, hast du es langsam? Da war mal so eine Stachelratte angerannt und will mich killen. Rohes Fleisch. Na gut. Jetzt mal ein paar Keulen bitte. Aber noch eine Truhe. Die machen wir auf. Rechts, rechts, links, links. Wieso auch immer ich das wusste, keine Ahnung. Weiß nicht, ob immer die gleiche Kombination ist. Ein bisschen, das ist ein bisschen schade, dass es wirklich immer die gleiche Kombination ist. Aber nochmal Nautilus auf den Nautilus kloppen. Ja. Ja. Nice. Das Timing. So nice. Was ist denn hier oben? Was gibt's denn hier? Sag mal. Hm? Was Schönes gibt's hier. Birnen. Birnen. Eine Ogerwurzel. Ein Skorpion. Und ein Seegeier. Ja, gut. Ich brauche einen Mana-Trank. Wie viel hältst du denn aus, du liebes Skorpionchen? Sage mal. Auf jeden Fall einiges. Wir können das ja nicht killen. Wenn wir das schön kiten, killen wir das. Kite, kite, kite. Und mal kurz laufen. Nochmal den Zauber nach vorne nehmen. Nochmal casten. Nochmal casten. Oh, ich hab keine Ahnung mehr. No, 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 no. Nimm, 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 nimm. Diffing. Jawoll. 200 Mana. Lieben. Erfahrung. Dingens. Skorpionschädel. Eine fürchterliche Waffe. Nice. Da kommt man auch zur Erfahrung. So, was ist jetzt hier oben? Sag mal. Außer Seegeier. Was irgendwie nicht viel bringt. Mal kurz speichern. Dann gehen wir hoch. Eine Truhe auf jeden Fall. Scheiß See. Alter, wie weit willst du noch zurückweichen? Kannst du mir was verraten? Ja. Nice. Andere Seegeier ist noch unten gefallen. Okay. Und Schlag, Schlag, Schlag. Neuner. In die Fräse. Haben wir das. Dann die Seemannskiste. Was haben wir hier drin? Irgendwas Schönes bitte. Irgendwas super Nices. Ja gut. Gold und einen Heiltrank. Ogerblatt. Dann glaube ich schon so viele Ogerblätter für die Stärke. Hier können wir sicher 44 Stärke lernen. Was haben wir hier oben? Nicht wirklich viel. Mana-Pilze. Heilwurzel. Diese Frage, was passiert, wenn ich mich da runterstürze? Wollen wir es mal probieren? Und wir probieren es mal. Speichern und Geronimo! Hier unten ist was. Okay. Good to know. Hier unten ist auf jeden Fall irgendwas, aber ich weiß nicht, wie wir da runterkommen sollten. Naja. Lassen wir mal in dem Fall bleiben. Bälle für Fleisch lassen wir auch. Das Geheimnis des Osttempels. Ja, gut. Fleischabkommen, Cyrus ist überfällig. Die Ostseite der Insel am Fuße des Vulkans im Schatten einer Bergwand. Also irgendwo hier. Kristallscheiben für den. Ja gut, viel mehr haben wir gar nicht mehr. Außer wir gehen mal.
Was hier noch suchen, der Frostkristall. Er will ihm das, dass ich ihm das kalte Herz einer Moorleiche besorge in einem kleinen Saphir. Hier hätten wir ein Moor. Würde ich mal sagen, naja, zum Moorleiche. Dann glaube ich, wir gehen mal kurz back ins Kloster. Back to the roots. Und. Na, servus. Back to the roots. Ich weiß nicht, Mana, soll ich nochmal Mana lernen mit dem? Oder eher weniger? Ich glaube, für den Moment reicht das, oder? Na gut, das ist nicht super viel, aber. So, für den ersten Moment reicht das. Ich glaube, es wäre fast nicer, wenn wir nochmal. Das hier machen würde. Nochmal 30% mehr Schaden. Aber jetzt kostet es 8 Mana. Es kostet 8 Mana. Und jetzt kostet es. Immer noch 8 Mana? Ja, immer noch 8 Mana. Das ist nice. Das ist nicht. Es wird nicht teurer, wenn ich das hochleible. Hier steht etwas über Magie. Und natürlich auch hier in den Lagerraum gehen. Wobei ich glaube, ich habe den Geheimgang zum Lagerraum schon entdeckt. Also lohnt sich das nicht wirklich, mich da rein zu schmuggeln. Es wäre super nice, wenn ich wirklich mal langsam könnte Tränke herstellen. Ich kann ja Tränke schon herstellen. Aber halt auch so mittlere oder permanente Tränke, das wären super nice Sachen. Naja, mit der Zeit. Kommt Zeit, kommt Rat, ne? Wie heißt es so schön? Was dunkler des Todes. So, jetzt fragen wir den Jungen, von wo wir denn das Herz einer Moorleiche bekommen sollen. Nope. Nicht festhaken, bitte. Dankeschön. So, wegen der Frostmagie. Oder 1000 Gold zahlen. Ah komm, ich suche die Moorleiche, also. Ich wollte das Moor eh mal clearen. Weil es gibt gratis Epic, was ich zum Mitnehmen. Was ich auch noch clearen wollte, ist die andere Höhle dort hinten. Ich glaube, das machen wir jetzt heute. Heute gehen wir in die Höhle dort hinten. Weil ihr wisst schon welche. Beim Baumhof hinten durch hat es eine Höhle. Da hat es ein paar Ghule. Und. Glaube ich, einen Skorpion hat es auch noch. Soweit ich mich erinnern mag. Und die können wir noch ausnehmen. Liegt dann mal durch. Die können wir noch auseinandernehmen oder wenigstens versuchen, soweit es geht. Weil nicht, wie gut es geht. Ja, versuchen es jetzt mal. Aber jetzt auch Stufe 3 der Feuermagie, Ballmagie, also. So schwierig ist es vielleicht gar nicht mehr. Speichert habe ich ja. Bleiben wir nochmal hier. Und dann geht's los. Achtung, fertig, los. Ein Skorpion sehe ich schon mal. Na komm, das schaffen wir. Zwei Skorpione. Easy going. Voila. Macht halt schon Damage des Todes. Wenn ich mich nicht wirklich. Oh lol, das geht eigentlich noch vom Damage her. Weißt du was? Der, du blöde Skorpion. Na gut, den Mana-Trank, den will ich wirklich nicht usen. Weil das ist der starke Mana-Trank, das wäre super schade. Endeflanke ist halt, kann ich schon. Gibt es jetzt unten einen Alchemie-Pult? Falls ja, dann kann ich schon mal schwache Mana-Tränke herstellen. Spring, spring. Dann gibt es hier einen Händler, der mir was verkaufen kann noch. Also Mana-Tränke. Wäre ich froh. Drum. Du schaffst das schon. Ja, Severin. Du hast leicht reden. Na gut, da hat es wirklich nichts viel. Bisschen schade, weil. Schlafen ist auch blöde. Und die Pflanzen als solches einfach so essen ist auch schade. Ruben, lass uns handeln. Was hast du denn? Mana-Tränke. Ja, gut. Und Wein. Das ist schon mal was. 300 Gold. Dafür bekommst du ja die Klinge. Und die Entermesser. Und die Macheten.
Die Macheten und die Dornkeulen. Die Säbel. Die Schwerter. Die Jagdmesser. Ja, nice. Es war auch schon ein bisschen schade, die hier zu verbrauchen, aber wenn ich wirklich low bin, dann lohnt sich das. Dann kann man es verkraften quasi. Holzfällaxt. Okay. Nehmen wir mit. Ist ja auch nicht. Heilkraut. Geht hat super wenig Alchemietisch. Irgendwie in Gothic 3 und 2. Da hatte dann jeder Scheißecke gab es einen Alchemietisch. Und hier wurden die Perks fast hinterhergeworfen. Ah, gut, das ist ein bisschen übertrieben, aber. Konntest es halt wirklich gut machen und du hast es schnell erreicht. Und hier braucht es schon sehr viel, bis man hier wirklich die Perks hat. So. Nächsten kleinen Skorpion an den Kragen gehen hier. Dort hinten lungert das rum. Sorry. Bam. Oh no. Nicht gehittet. Aber jetzt. Und jetzt. Und jetzt. Autsch. Und jetzt. Und jetzt. Autsch. Und den letzten. Nice. Sind halt auch schon ziemlich vielwertig. Skorpion-Dinger. Na gut, was haben wir denn hier? Mal kurz speichern. Und jetzt gibt's hier halt auch, geben sie halt auch viel EP. Was haben wir denn hier? Mana-Pilz. Nicht mehr, nicht weniger? Okay. Auf jeden Fall nicht allzu viel eigentlich, so... Heilwurzel. Keine Ahnung, hier sieht das aus, als würde das runterstampfen, ne? Was bist du denn für ein Viech? Ein Elite-Krieger. Komm mal dran. Lol, da stampft es natürlich nicht runter, yo. Ich auch so. Ah ja, okay. Du nimmst auf jeden Fall auch viel Schaden. Wir schaffen den sogar. Eigentlich so. Aber so, wenn ich jetzt noch Mana hätte, würde ich mir den schaffen. Wird einfach ein super langer Kampf. Des Todes, aber. Theoretisch machbar. Ist ein du für ein scheiß Elite-Krieger. Und noch ein Schuss. Oh, no. Also der hält halt schon aus. Oh, lol. Ja, gut. Ja. Also, ein One-Hit, ne? Also, One-Hit-Wonder. Wonderbra. Da würde ich sagen, das ist noch ein bisschen zu stark für uns. Ja, die Skorpione gehen Fangs, aber das Ding hier, das rippt uns völlig auseinander. Wow. Jetzt weiß ich auch, wieso ich da nicht anfangs hin wollte. Na gut. Mal gucken, wenn wir da hinkommen. Also bis jetzt ist das ist noch viel zu schwer für uns. Vom Damage her würde ich sagen, so in vielleicht in 2 Kapiteln. Also vorher nicht, weil das hat uns ja richtig auseinandergerippt. Ja gut, schlafen. Und es ist ja eine Samstagsfolge, wenn ich mich nicht verrechnet habe. Hoffentlich. Dann ein bisschen Überlänge, wieder einmal. Weil ihr es euch verdient habt. Und weil ich Lust habe zum Risen spielen. Ein bisschen Überlänge. Habe ich Levi-Dingen?
Nautilus, Eile, Telekinese, Lichtzauber, magische Schutz, starke magische. Nee. Muss ich echt drunter rumlaufen? Das kotzt mich ein bisschen an. Ich kann natürlich Eile machen. Eile mit Weile. Na gut, komm. Das verstehe ich halt auch nicht mehr. Wieso gab es Sprinten im Gothic 3? In Risen nimmt man es wieder raus. Verstehe ich nicht. Ich weiß nicht, ob ich es verstehen muss, aber ich verstehe es nicht. Keine Ahnung, ist aber. Ich fand es echt gut, dass man es rausgenommen hat. Weil es ist halt so eine Sache. Klar kannst du nicht mit dauernd sprinten und durchsprinten und alles, aber ein bisschen sprinten kann jeder Mensch. Auch wenn er Magier ist. Und ja. Bist halt dadurch ewig unterwegs und du hüpfst halt und dadurch hängst du wieder fest irgendwo. Und ja, keine Ahnung. Ich halte es absolut wirklich eine gute Idee gefunden oder Sache, die das eingeführt haben. Ich finde es schade, dass sie es wieder weggenommen haben. Also ausgeführt. Sagt man ausgeführt? Bist du ein schwarzer Wolf? Achso. Ja, der Keiler ist, glaube ich, instant tot, oder? Nein, noch nicht ganz. Was ist hier für Wildschweine? Kann man so sagen. Gibt's denn hier unten hinten? Gibt's hier was? Nee. Keine Ahnung, was hier ist. Einfach nichts für uns. Knüppel. Mana-Pflanze. Heilkraut. Mana-Pilz. Ja, wahrscheinlich schon 100.000 Kräuter übersehen, ne? Und zum Teil wahrscheinlich super wichtige und die, die es kennen. Oh lol. Hi. Hi. Auf jeden Fall. Könnt ihr mal kurz. Weißt du was? Ich mach ich so. Ja. Ja. Die, die es kennen, die nerven sich wahrscheinlich tausendfach drüber, dass ich wieder einen scheiß Kraut übersehen habe. Aber naja, soll es geben. Oh, Mana-Pflanze. Ja gut, der Sumpf ist, glaube ich, nicht allzu klein. Bam. 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 Und die letzten zwei. Bam. Und, oh dann. Oh lol, really? Ja. Alter, pack den scheiß Stab ein. Los mit dir. Okay. Sind wir schon mal hier im Sumpf drin? Und hier gibt es auf jeden Fall einiges am Free EP. Yo! Auf jeden Fall. Gut, dass hier nur einiges an Wölfen sind. Laufen wir weiter. Nehmen wir kurz den Feuerball nach vorne. Und flieg bitte nicht ins Wasser. Dankeschön. Nice. Bettfeuer. Bam. Und. Huh. Das war ja knapper als gedacht. Hab ich was zu essen? Ich habe einen kleinen Heiltrank. Okay. Aber es geht echt schon gut. Also, wenn ihr euch vorstellt, dass vor 2-3 Folgen, das wäre undenkbar gewesen. Hier.
Vor 2-3 Folgen wäre das wirklich undenkbar gewesen, hier so eine Meute von Wölfen umzubringen. Da hätten die mich umgebracht und nicht ich sie. Und bam. Und bam. Und ich mache mit dem Stab. Ich mache ja auch mit dem Stab. Jawohl. Ich auch noch mit dem Stab machen. Jawohl. Ich mache auch noch mit dem Stab. Jetzt haben wir uns so voll. Oh. Na gut. 4000 AP, dann sind wir Level up. Langsam geht's mit dem Mana. Einigermaßen. Eine Truhe. Hat sich einfach gelohnt. Nein. Und nochmal. Links, links. Abgebrochen. Links, rechts. Mal von vorn. Links, rechts, rechts, links. Geschafft. Knüppel, Pfeil und eine Flügel. Ja, gut. Wow. Das war jetzt nicht so worth. Okay. Die EP war es worth. Worth, 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 worth. Ich denke mir immer so ein Tier vor, dass das so Geräusche macht. So worth, worth, worth. Das ist der Wurfhund. Alter, kannst du mal deine Scheißklappe halten? Dankeschön. Was haben wir denn da vorne? Ein schwarzer Wolf. Haben wir genug Mana für den? Eigentlich ja. Oh, doch nicht, doch nicht, doch nicht. Nicht genug Mana. Der Moment, wenn du merkst, scheiße, ich habe nicht genug Mana für den Feuerball. Was haben wir denn hier? Gut, ja. Na gut. Noch eine Truhe. Ich frage mich, wer die ganzen Truhen hier hingepackt hat. Goldmütze, Gehornmuschel und eine Perle. Das ist eigentlich nicht schlecht. Und der Trank ist ziemlich nice. Mehr, was haben wir denn hier? Haben wir auch noch was? Oder? Ist hier nach hinten? Nee. Bei Gothic 2 wäre es jetzt 100%ig nach hinten gegangen. Konntest drauf gehen, wenn du irgendeinen scheiß Wasserfall siehst, geh nach hinten, weil dort hinten hockt irgendwas Wichtiges oder Cooles oder was, das sich lohnt. Ja, gut. Dünnblatt nehmen wir mit. Jeden nehmen wir mit. Jetzt gehen wir noch dann noch nach oben. Wenn ich den Weg Richtung Turm noch clearen. Das hat ja nicht mal allzu lange gehen eigentlich. Ein paar Wölfe noch killen. Kost, kost, kost. Oh, hat der jetzt echt den ganzen Schaden gefressen? Oh shit. Ich ein bisschen Mana-Verschwendung. Naja. Echt ein bisschen Mana-Verschwendung für die Wölfe, halt Feuerbälle zu verwenden. Also für einen einzelnen Wolf. Weil die geben halt nicht so viel EP und sind eigentlich auch nicht so schwer zu machen, dass ich jetzt lohnen würde. Aber naja. Was sein muss, das muss sein, ne? Komm ich hier überhaupt zum Turm? Ich glaube ja. Gut. Den etwa auch. Haben wir noch ein paar Wölfe. Na gut, die lassen wir mal für den Moment. Für den Moment lassen wir die mal. Haben wir hier oben. Haben wir einen Wolf nochmal. Kommen wir überhaupt zum Steinturm? Jetzt sind wir oberhalb vom Steinturm. Können wir das noch kurz clearen? Theoretisch können wir das auch nächstes Mal machen, oder? Ja, ich glaube nächstes Mal. Jetzt gehen wir unten durch, Richtung Steinturm. Oh no, no, bitte, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Dankeschön, was haben wir denn hier? Schönes auf dem Weg. Haben wir schon mal geklärt?
Nee, ich glaube. Auch hier haben wir erklärt, da waren die Gnome vor irgendwie 2 oder 3 Folgen, oder? Ja, ich glaube es. Ich glaube es. Ja gut. Noch 200, 2000, nein, 3000 Erfahrung bis zum Level Up. Und dann würde ich sagen, schanzen wir uns hier mal in dem schönen Turm bis zum nächsten Montag. Ich hoffe, euch hat es gefallen und wir sehen uns das nächste Mal wieder bei einer neuen Folge Risen. Bye, bye, Leute, und macht's gut.